Hier herrscht am Hochzeitsmorgen große Panik bei Braut Juliane. Aber es rutscht halt. Das ist halt einfach, das rutscht nach oben. Das ist halt richtig schön. Ja, das Problem heute ist einfach, dass ich gestern mein Kleid abgeholt habe, eigentlich perfekt geändert. Und jetzt feststelle, dass es vorne und hinten leider überhaupt gar nicht sitzt. So, ja, so würde es normalerweise sitzen. Ja, na klar. Da kocht ganz schön was in mir hoch und ist jetzt so dieser Punkt, der gerade nicht stimmt. Und es macht mir ganz schön Sorge. Doch Rettung ist bereits zur Stelle. Sie haben einen passenden Push-Up-Bra oder irgendetwas, was Juliane jetzt beim Kleid helfen kann, gesucht. Und da ich als Frau weiß, in welche unterschiedlichen Lebenssituationen man kommen kann, habe ich immer alles dabei. Und so konnte ich jetzt Juliane ein Stück aushelfen. Die haben sie vergessen anzunehmen. Sie können von mir aus diese Polster auch richtig reinnehmen, damit Juliane sich sicherer fühlt. Ja. Dann hoffe ich, dass es noch wird und dass ich mich nicht nur den ganzen Tag auf mein Kleid konzentrieren muss, wie es sitzt. Jetzt gehe ich mich noch schön machen, Juliane wird schön hergerichtet und dann kann es nur mehr gut werden. Robert ahnt nichts vom Kleiderdrama seiner Zukünftigen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Man hat jede Menge schon im Kopf, ja, was die letzten Wochen passiert ist. Was kommt noch auf mich zu? Auch dafür bin ich jetzt wieder relativ entspannt. Und ja, ich freue mich einfach jetzt auf die nächsten Stunden. Eine fremde Frau zu heiraten, ich finde, das ist noch mal so etwas Tiefgründigeres, sage ich mir mal. Man geht da ganz anders dran. Da steht jemand vor dir, wo andere sich Gedanken gemacht haben. Die passen äußerlich zusammen, die passen bestimmt auch charakterlich gut zusammen. Und letztendlich ist es eigentlich nur noch das kleine i-Tüpfelchen, was wir beide nur noch machen müssen, das Ja-Wort geben. Noch ist das in weiter Ferne. Die fleißigen Schneiderinnen geben alles, um Juliane ihren Traum in Weiß erfüllen zu können. Sie werden jetzt das Beste draus machen. Und ich denke, das wird. Also ich bin jetzt im Gegensatz zu heute Morgen deutlich positiver gestimmt. Ich setze da jetzt meine ganze Hoffnung rein, dass es noch pünktlich fertig wird. Man hier. Also für mich ist es irgendwie noch nicht so die richtige Realität, muss ich sagen. Das ist noch so ungreifbar. Ich glaube, erst dieser Moment, wenn die Tür aufgeht und ich ihn wirklich da vorne stehen sehe, dann weiß ich, okay, jetzt geht's wirklich los. Was wünschst du dir eigentlich, wer jetzt da so stehen sollte? Also was ich mir wünschen würde, wenn die Tür aufgeht, erstmal, dass man diesen Wow-Effekt hat. Und einfach diese Sympathie. Finde ich so wichtig, dass man jemanden sieht und man merkt, okay, man möchte sich mit ihm unterhalten und man möchte mehr von ihm kennenlernen. Ich bin auch gespannt, ob er jetzt auch so aufgeregt ist oder ob er die Ruhe in Person ist. In Wernigerode erhält der Bräutigam bei seinen Vorbereitungen Unterstützung von Freund Alexander. Und, wie sieht's aus um die Nase? Sieht schick aus. Kann ich so gehen? Auf jeden Fall. Die wird sich bestimmt freuen. Ja, glaube ich auch. Ja. Und? Bist du nervös? Ja, langsam wird's mehr, muss ich sagen. Also muss ja auch dazugehören, oder? Das wird halt ein sehr schöner Tag, denke ich. Ja, und wenn das heißt, dann ihr dürft die Braut küssen, was denkst du, wer den ersten Schritt macht? Na, auf jeden Fall muss der Mann den ersten Schritt machen, oder? Und kennst mich, ich bin ja irgendwo ein Gentleman und werde auf jeden Fall natürlich vorher fragen, ob ich sie küssen darf. Und wenn sie dann einwilligt, dann ja, logisch. Wenn mir mein Gefühl sagt, ja, das ist jetzt richtig, ich möchte ihn auch küssen, dann ja. Aber da lasse ich wirklich den Moment entscheiden. Es wird mal Zeit, dass du dich mal anziehst, ne? Naja. Jetzt hoffe ich einfach, dass das Kleid sitzt. Das ist jetzt gerade noch so mein Gedanke im Kopf, dass das alles gut geht. Ja, ansonsten lass es jetzt auf mich zukommen. Lass mich jetzt überraschen. Ich denke, das ganze Experiment ist einfach eine Überraschung. Und
Ja, ich bin gespannt, was kommt. Waren die Schneiderinnen erfolgreich? Wird das Kleid jetzt passen? Ist mein Kleid da? Die Retter. Ja, super. Ich glaube, da muss ich erst mal putzen. Gucken, wie es aussieht. Auf jeden Fall. Das ist super. Jetzt bin ich gespannt. Also ganz wichtig oben. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall was drin jetzt oben. Ja. Super. Und wenn ich mich schon ranhalte, merke ich einfach, dass die Cups an der richtigen Stelle sitzen und nicht hier oben irgendwo. Ich denke, ja, sie können geheiratet werden. Super. Ja. Fein, dass wir helfen konnten. Ja. Also mir fällt jetzt gerade ein Riesenstein von Herzen, wirklich. Also super. Richtig Erleichterung kommt natürlich nachher, wenn ich es anziehe und es wirklich passt und alles an der richtigen Stelle sitzt und nichts wackelt und nichts verrutscht. Dann bin ich richtig erleichtert. So, ich muss ja jetzt zum Standesamt. Denn die Familien, die warten ja schon. Deswegen muss ich jetzt leider los, obwohl ich eigentlich lieber mit dir noch hier bleiben würde. Und ja, mit zusammen den Weg. Eigentlich ja. Ja. Ich freue mich schon, dich gleich wieder zu sehen. Immer mehr verwandelt man sich zum Bräutigam. Dass ich jetzt bald verheiratet sein werde, das manifestiert sich immer mehr im Kopf. Und ich hoffe echt, dass es langsam soweit ist, dass man sich sieht. Frisch hergerichtet ist Dr. Sandra Köhldorfer bereit für einen erneuten Besuch bei Braut Juliane. In Thale rückt der große Moment immer näher. Kommt es hier gleich zum romantischen Ja-Wort oder entscheidet sich einer von beiden gegen die Ehe? Ich bin jetzt doch auch ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass das gut klappt. Dann sind wir mal gespannt, wa? Ja, sind wir gespannt, was passiert. Ich bin ja absoluter Optimist. Ich bin jetzt schon aufgeregt irgendwie. Nicht so. Das ist schon richtig so. Wir freuen uns ja auch, die andere Seite kennenzulernen. Ja, na klar. Die Familien und Liebsten der beiden begegnen sich heute zum ersten Mal. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. 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 Ich bin die Mutti vom Bräutigam. Ja, richtig, genau. Ich bin Mutti. Wir sind Freunde von ihr. Freunde. Genau. Und wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Brandenburg an der Havel. Okay, dann kommen eigentlich alle aus Halle. Ja. Ist ja gleich um eine Ecke. Sehr sympathisch, freundlich, zugänglich. Also gefällt mir bis jetzt wunderbar. Und das ist sein Hund oder? Das ist ein Hund. Nein, das ist Balu. Wir sind erst gestern rumgekommen. Bis gestern war er also total entspannt. Und heute Morgen war er dann doch schon. Es war immer noch seine Lustigkeit in mir sich, ja, der lacht ja dann auch immer viel, ja. Und er sagt dann schon, war dann schon und rieb die Hände und hat gesagt, nein, ich merke das jetzt geht's los. Ist ein humorvoller, ja? Ja, ist humorvoll. Es ist schön, wenn er Jule zum Lachen bringen kann, nach den ganzen Jahren, die sie Pech hatte. Und was macht er so in seiner Freizeit? Jetzt kommt's, er angelt gern. Bei Juliana, gut. Echt? Das passt ja wunderbar. Direkt an der Havel oder was? Der das Wasser liebt. Das ist ja total geil. Okay. Der hat auch ein riesen Aquarium in seiner Wohnung mit Piranhas drin und was weiß ich nicht. Also die Gemeinsamkeiten von den beiden, also vom Braut und Bräutigam, ja, ist doch sehr stark ausgeprägt. Das passt, glaube ich, sehr, sehr gut. Die sind wirklich sehr, sehr lieb, sehr, sehr nett. Und wir haben gerade schon festgestellt, wenn die alle so lieb und nett sind, dann muss es die Braut auch sein. Wie geht's Ihnen jetzt so vor dem großen Moment? Ich bin tatsächlich aufgeregt, aber ich finde es alles noch so ein bisschen unreal. Es ist noch nicht Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob dieser Moment kommt, wenn die Tür aufgeht und dann sehe ich ihn da stehen, dass dann alles realer wird. Aber ich habe etwas von Ihrem Bräutigam für Sie, was es schon realer machen wird. Bitte schön, einmal das Geschenk für Sie. Dankeschön. Also man sieht, er hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Liebe unbekannte Braut, das erste Kapitel in einem neuen Lebensabschnitt beginnt nun am heutigen Tag. Schon zum Jahresanfang haben wir das Glück in die Hände eines tollen Teams gelegt und ihnen vertraut, dass sie uns eines Tages zueinander führen.
mit dem Wissen, wir zwei werden zweifelsfrei ein gutes Team bilden. Ich brauche nicht lange überlegen und bin überzeugt, Sie haben recht. Meinst du nicht auch? Das ist so super schön, das so zu lesen, dass man jetzt merkt, da ist jemand, der macht sich so auch Gedanken. Und ja, das ist irgendwie jetzt so ein Stück von ihm einfach, ja, so ein Stück, was man jetzt in der Hand hält. Und ja, das ist wirklich sehr schön. Robert, wie sind Sie denn beieinander gerade von der Aufregung her? Langsam wird die Nervosität. Das beruhigt mich. Wenn Sie nicht aufgeregt wären, dann wäre ich jetzt aufgeregt. Also, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich natürlich auch was mitgebracht. Ein Geschenk und auch einen Brief. Jetzt sieht man auf einmal was Reales. Mhm. Ja. Das ist schön nochmal. Ja, kann man nicht in Worte fassen, muss man ehrlich sagen. Diese einzigartige Erfahrung und unvergleichbare Erinnerung möchte ich mit dir im ersten gemeinsamen Album festhalten. Mach dir keine Gedanken, was nun kommen mag. Lass uns die weiteren Seiten mit Leben füllen. Ich warte und freue mich auf dich. Dein noch unbekannter Bräutigam. Ja, schön. Also das ist wirklich schön, das so jetzt in den Händen zu halten. Da ist jemand, der sich Gedanken macht, dem es genauso geht und der vielleicht auch an mich denkt, wie es mir jetzt geht. Und ja, das ist einfach schön. Das ist irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl. 99 herrlich verrückte Ideen für euer Leben zu zweit. Passt. Ja? Passt. Man sollte auch ein bisschen verrückt durch die Welt gehen, ja? Absolut. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Jetzt will ich ihn sehen. Jetzt will ich einfach nur noch ins Brautkleid schlüpfen und ja, fertig machen. Und wirklich, ich will ihn einfach nur sehen. Dann machen Sie sich jetzt noch fertig. Ich mache mich auf dem Weg ins Standesamt und warte dort wie alle anderen auf Sie. Ich bin ganz gespannt. Ich auch. Auf den ersten Moment. Ja. Also, genießen Sie es. Ja. Bis später. Jule hat sich sehr über das Geschenk gefreut. Endlich hat sie etwas gespürt von ihrem Mann, wie er ist, wie er denkt. Und ich glaube, sie ist jetzt wirklich beruhigt und freut sich sehr, ihn zum ersten Mal zu sehen. Ja. Für meinen zukünftigen Ehemann und Co-Kapitän. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du dich gerade fühlst und möchte, dass du weißt, dass du mit deinen Gedanken und deiner Nervosität nicht alleine bist. Die letzten Tage verliefen wie eine Welle für mich. Doch der Gedanke, meinen Fels in der Brandung zu finden, ließ mich doch wieder zum Träumen eintauchen. Ich hoffe, unser Abenteuer beginnt nun zu zweit. Deine baldige Ehefrau. Hm. Oh, ich merke, es berührt sie, ne? Hm. Naja, Fels in der Brandung, das heißt, dass sie eben halt einen standhaften Mann braucht an ihrer Seite. Und das bin ich sowas von gerne. Ja, ja. Ich bin ja jemand, der alles für die Frau gibt. Das dann mal zu lesen, das hat eigentlich noch keiner zu mir gesagt. Wow. Ich muss auch sagen, die Nervosität geht gerade wieder weg. Geht weg? Ja, die geht Ach, weg. Ach, interessant, ja? Ja. Weil Sie sich sicherer fühlen? Ich fühle mich jetzt wieder sicherer, weil sie irgendwo da draußen auf mich wartet. Schöner kann es jetzt gar nicht sein für Sie, so mit dem Gefühl aufs Standesamt zu gehen. Wir sehen uns nachher. Ich freue mich sehr. Und ja, bis dahin noch. Einmal durchatmen. Ich danke schön. Bis dann, Robert. Ne? Tschüss. Wechselbar der Gefühle geht in mir vor. Ich kann mich echt nicht mehr klar ausdrücken. Und ich möchte eigentlich nur noch die Treppen runtergehen, ins Auto steigen und Richtung Standesamt fahren. Fragen, wie sie aussieht. Oh. Groß, schlank, dunkelhaarig. Dunkelhaarig, ja, das war. Dann ist alles safe. Von dem, was mir jetzt so erzählt wurde, passt das fantastisch. Das hätte ich so tatsächlich nie gedacht. Ja. Ist das ein großer Mann? Oder? Das ist ein großer Mann. 1,94. Oh, okay, ja. Dann kann sie die Absatzschuhe anlassen. sie hatte Angst gehabt, dass wenn, weil manchmal sind ja die Männer dann, sie ist 1,70. Ja. Aber er kommt ja gleich. Er kommt gleich. Robert macht sich auf den Weg zum Standesamt. Ich
werde jetzt absolut alles auf mich einwirken lassen und dann so, wie ich eben halt bin, Freestyling-Modus aktivieren und dann mal schauen, was passiert, ja. Julianes Kleid sitzt wie angegossen. Sie ist bereit, ihrem zukünftigen Ehemann gegenüberzutreten. Ja, momentan kann ich irgendwie gar keinen klaren Gedanken fassen. Mein Kopf ist irgendwie leer und ja, ich will jetzt einfach nur noch sehen. Das fühlt sich echt ein bisschen skurril an. Du hast ja eben halt die Frau noch nie gesehen, ja? Aber ein gutes Skurril, also ein schönes Skurril. Man freut sich auf jeden Fall. Ich weiß ja gar nicht, was ich dann noch da machen soll, ja, so lange. Das ist ja das Große. Du stehst dann da vorne vor der versammelten Gesellschaft. In dieser romantischen Kulisse wird sich gleich entscheiden, ob aus zwei Singles ein Ehepaar wird. In Thale ist alles bereit für die Hochzeit auf den ersten Blick und vielleicht den Start einer ganz großen Liebe. Die Aufregung ist extrem hoch jetzt. Wir sind total gespannt, wie er aussieht. Auch so die Ausstrahlung einfach uns gegenüber. Ja, er wird ja als erstes auf uns zukommen. Ich bin sehr aufgeregt, ja. Das ist so die Vorfreude. Also ich denke, das könnte was werden. Es ist mein Bauchgefühl. Robert fiebert ungeduldig seiner Hochzeit entgegen. Es wäre schon komplett nass. Das alles hier ist für mich ein Experiment, aber auch mittlerweile schon mehr geworden. Also es baut sich schon auf, gefühlstechnisch. Ja, dass sich in den nächsten Minuten das ganze Leben 180 Grad dreht, das ist mir völlig bewusst. Das Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Aber ich freue mich drauf, diese, ich nenne es mal Herausforderung, anzunehmen. Minuten werden schon langsam zu Stunden innerlich. Ja, es zerreißt einen. Und ich möchte jetzt schon langsam den Weg gehen. Auch Juliane ist bereit für das Abenteuer ihres Lebens. Mittlerweile schlägt mein Herz ganz schön doll. Es fährt, glaube ich, momentan Achterbahn. Das ist wirklich verrückt, diese Aufgeregtheit. Wer steht hinter der Tür? Und natürlich denkt man auch, wie fühlt er sich jetzt gerade? Der Arme, der schon dort stehen muss. Hallöchen, hallo, hallo. 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 Da freut sie sich. Ich grüße, ich bin der Robert. Hallo. Bist du aufgeregt? Ja, die Nervosität, die steigt langsam. Bei ihr aber auch. Echt, ja? Ja, ganz toll. Also wäre schön, wenn ihre Hand vielleicht oder so, das ist schön. Ja, alles gut, ja. Alles gut. Ja, ich hab's ja hier alles vorbereitet. Ja, sehr schön. Brauchst du noch ein Taschentuch? Ich habe eins hier. Okay. Aber eins habe ich noch nicht gefragt. Wer ist denn jetzt hier eigentlich schwer? Ich denke mal, die Mama. Was? Nein! Nee, die Mama ist da vorne, Verzeihung. Nein! Also meinst du, wer ist denn jetzt? Das ist aber böse. Der war böse, wo? Das ist richtig böse. Ja. Was denkst du denn, was du für eine junge Frau jetzt gerade gleich trägst? Ich bin. Jetzt hab ich's verkackt. Bei dir hab ich's jetzt verkackt. Boah. Beste Freundin und Trauzeugin, so. Ach du je. Ich mach's wieder gut. Na, da bin ich ja gespannt. Der war wirklich so aufgeregt gewesen. Ich habe genau auf der gleichen Höhe wie seine Mutter gesessen. Da hat er, glaube ich, gar nicht drüber nachgedacht gehabt. Aber ich habe ein Abendessen offen auf jeden Fall. Das muss er erst wieder gut machen. Jetzt bin ich stumm. Das war ein Fettnäpfchen, aber ich denke mal auch auf eine lustige, besondere Art und Weise. Ich hoffe, sie nimmt mir das nicht böse. So, jetzt kannst du kommen. Jetzt ja. Also mal so langsam war es Zeit, ja. Fährt die 31-Jährige in einen neuen Lebensabschnitt? In den Hafen der Ehe mit einem noch unbekannten Mann?
Das ist gerade wie im Film. Also man fährt jetzt zur eigenen Trauung. Irgendwie kann man es noch gar nicht so richtig realisieren, dass man wirklich in wenigen Minuten heiraten wird. Ich bin bereit für meine Frau. Es kann von mir aus jetzt sofort starten. Ich freue mich wirklich, ihn gleich zu sehen und ja, bin ganz schön aufgeregt. Am Arm ihres Vaters wird die Braut ihrem Zukünftigen entgegentreten. Schön. Oh, du siehst wunderschön aus. Schön, dich in den Arm zu nehmen, Juliane. Oh. Hübsch? Hübsch. Ja? Wunderhübsch. Kannst du heiraten, ja? So kannst du heiraten, ja. Jetzt siehst du es auch endlich, ne? Ja, schön. So schön, jetzt endlich auch meinen Papa gesehen zu haben und dass er mich das erste Mal jetzt im Brautkleid gesehen hat. Das ist nochmal so ein besonderer Moment und ja. Auch nochmal, ich hab die Mutter und die Arbeit auch alle kennengelernt. Und sehr positiv. Nein. Sehr positiv. Habe ich deinen Segen? Ja, mein Segen. Und wir kommen gleich um die Ecke. Auf einer Skala von 0 bis 10 bin ich jetzt mehr als 10 aufgeregt. Und ja, jetzt kann es losgehen. Ich will ihn jetzt sehen. Ich will jetzt loslaufen. Nur noch wenige Schritte trennen Juliane von ihrem Bräutigam. Klar hat man bestimmte Ängste, die in einen vorgehen. Wie findet er mich? Wird er ja sagen. Jetzt bin ich bereit für den Hafen der Ehe. Jetzt kann es losgehen. Das geht Tatsache noch, aber mein Herz sieht anders aus. Mein Herz springt gerade raus. Also das pochert gerade ganz schön. Ich will ihn sehen. Türklinke auf und los. Oh mein Gott.